Hallo und grüß dich, Christine hier von abgestempelt.net. Heute ist der 1. Juli, es beginnt ein neuer Mini-Katalog. Den gehe ich jetzt nicht mit euch durch. Ich stelle euch die Sachen dann in separaten Videos nochmal so vor, denn ich möchte mich hierauf beziehen. Es startet eine zweite Runde Celebration. Die Celebration ist gültig vom 1. Juli bis 31. August. All meine Kunden haben die Kataloge bekommen. Wenn du da nicht dabei bist und auch noch einen haben möchtest, kannst du das bei mir anfordern unter abgestempelt.net/Kataloge. Dann schicke ich dir das gerne zu. Und ansonsten kannst du auf meinem Blog sehr gerne auch die digitale Version einfach erstmal durchblättern. Und ich möchte ausführlich mal auf die Sachen, die in dieser Broschüre dieses Mal drin sind, eingehen und die Sachen zeigen. Also das ist die Broschüre. Celebration heißt, wie immer, man bekommt bei Bestellungen je 60 oder 120 Euro Geschenke von Stamping Up, die man aus dieser Broschüre aussuchen kann. Gesagt sei vorweg, es sind die Sachen so lange erhältlich, wie der Vorrat reicht. Genau, dann gehen wir hier einfach mal auf die erste Seite, in die Seite 4. Zeigt jetzt zum Beispiel gratis ab 60 Euro Bestellwert das Stempelset Hippe Grüße. Das sind 7 Gummistempel, ablösbare Stempel. Das ist dieses hier, welches momentan jetzt zum Zeitpunkt des Videos nicht auf Lager ist. Man könnte das Englische bestellen, das kommt. Ich weiß aber dann nicht, wie lange der Vorrat reicht. Da müssen wir uns überraschen lassen. Das ist dieses Stempelset, sind ganz putzige kleine Hippos dabei, eignet sich auch gut für Babysachen. Und passend dazu gibt es auf der nächsten Seite Stanzformen Nilpferd. Das sind die hier. Damit kann man jetzt nicht nur diese Nilpferdchen ausstanzen, sondern man hat, wie man hier sieht, diverse andere. Ich habe das hier mal auf einem extra Blatt noch alles ausgestanzt, diverse andere Accessoires, womit man die Nähpferdchen ausstatten kann. Ich muss dazu sagen, dass ich an dieser Stelle noch nicht probiert habe, ob es vielleicht auch für andere Tierchen ginge. Wir haben einen Sonnenschirm, wir haben so eine Schiffsschraube, wir haben die Taucherbrille samt Schnorchel, wir haben eine Sonnenbrille, wir haben hier so kleine Sternchen, dann haben wir einen Partyhut. Könnte auch ein Pizzastück sein, sage ich immer, oder Käse, keine Ahnung. 3 kleine Herzchen, wir haben 2 Blümchen, 3 Wasserspritzer. Das hier ist das Innenteil von der Taucherbrille, genauso wie bei der Sonnenbrille. Da könnte man natürlich auch aus dem, was man dann da ausstanzt, andere Gläserfarben nehmen. Wir haben ein Bötchen, wir haben den Waschzuber und hier hat man die Möglichkeit, Wellen entweder auszustanzen oder einzustanzen. Das ist jetzt das Oberteil, das ist das Unterteil. Und das ist hier, wenn man das sehen kann, gleich alles mitgeprägt. Auch der Zuber ist mitgeprägt und das Boot auch. Wir haben hier noch ein Gras und einen Rettungsring. Also die zwei Sachen sind aufeinander abgestimmt. Und ich gucke mal noch und informiere euch da, ob das für andere Viecher bei uns im Katalog auch noch irgendwie funktioniert, dass das quasi kompatibel ist. Natürlich habe ich auch wieder ein paar Projekte schon vorbereitet, um das einfach noch mal zu verdeutlichen, wie das nachher aussehen könnte. Hier habe ich eine quadratische Karte mit dem Nilpferd, einfach das Nilpferd hier hinten abgestempelt und dann vorne noch mal als Highlight aufgesetzt. Dann habe ich hier damit man die Accessoires quasi sieht, das Nähpferd in diesen Waschzuber getaucht mit den Wasserspritzern und dem Schnorchelset. Und hier haben wir dann eine Karte, da sind einfach mal alle drei vereint, dass man das sehen kann von den Proportionen aus. Also das ist eine Standard DIN A6 Karte, dass ihr die Maße so ungefähr im Blick habt. Also das gibt es beides für 60 Euro. Wahrscheinlich wollen da viele, wenn es funktioniert, ich sage ja, wenn es funktioniert, dann beides haben, also ab 120 Euro. Dann kommen wir hierzu.
Das ist das Designerpapier Kreislauf der Natur. Auch das gibt es gratis für 60 Euro oder ab 60 Euro. Das ist dieses hier. Enthalten sind 12 Blatt. Das ist ein großes 30x30 cm Papier. Passt jetzt hier in meinen Ausschnitt der Kamera gar nicht richtig drauf. So rum gehört es. Das ist die Vorderseite. Also sind von jedem Motiv dann quasi 2 Blätter dabei. Und das ist die Rückseite. Dann haben wir hier was Herbstliches mit Eicheln. Vorderseite. Und die Rückseite. Hier haben wir ein paar Blaumeisen. Ganz putzig. Und das ist die Rückseite dazu. Häuser, die man super ausschneiden kann. Und die Rückseite. Dann haben wir hier noch mal was Herbstliches mit Pilzen. Und das hier, und da komme ich gleich noch mal dazu. Das lassen wir gleich mal hier oben. Und dann haben wir hier noch eher was Weihnachtliches und Bäume. Also das Papier gibt es, das Paket dazu mit den 12 Blatt. Und dann sieht man jetzt hier auch zum Beispiel in der Broschüre steht jetzt hier drauf, passend zum Produktpaket Jahresringe. Also man hat das quasi koordiniert auf ein Produkt, das jetzt im neuen Mini-Katalog drin ist. Das hier, ich habe das hier auch gleich vorbereitet, das ist das Stempelset dazu. Da gibt es eben so Baumscheiben, es gibt ein Haus, verschiedene eher herbstliche Sachen. Man kann hier Pilze machen, aber auch Eicheln, ein Herzchen und hat halt auch einen Spruch mit dem zum Einzug. Und da gibt es dazu wieder was Neues. Das ist eine sogenannte Hybridprägeform. Jahresringe schimpft sich die. Aus dem Grunde, man prägt damit quasi sein Papier. Und dann gibt es hier natürlich auch, oder da hier, Stanzformen dazu. Das sind die hier. Die kann man jetzt dazu nutzen. Einmal, wie jetzt hier bei dem Designerpapier, was ich eben hatte. Das passt hier drauf. Man könnte diese Holzscheiben also direkt aus dem Papier rausstanzen. Ich habe hier noch die anderen Stanzteile mal ausgestanzt. Wir haben hier also zwei verschiedene Zweige, einmal rechts, einmal links rum, genauso wie hier. Einen mit Beeren, dann hat man hier noch so Akzente, die man reinstanzen kann. Und das hier ist jetzt entweder der Stiel vom Pilz oder wenn man das hier umdreht, ist es natürlich die Nuss von der Eichel. Und mit diesen Stanzformen, mit diesen großen, die hier drin sind, kann man jetzt, wenn man das geprägt hat, also sieht, so sieht das nachher aus, ist 3D. Und dann kann man das da drüber legen und dann kann man diese Baumscheiben ausstanzen. Genauso wie man mit diesen kleineren Teilen kann man das dann quasi so als Inlay. Also man kann hier das dann reinlegen und das dann verzieren. Ich zeige das gleich mal. Och, also das ist dann der Vorschlag zum Basteln von Seiten von Stamping Up. Dann habe ich hier einmal die Karte mit den Meisen, weil ich das so putzig fand. Also es ist nur Designerpapier mit dem Einspruch. Und die Karte, da habe ich jetzt auch, also die Motive einfach direkt aus dem Designerpapier ausgeschnitten. Und das ist hier eben diese 3D-Prägeform und dann ausgeschnitten, dass man da quasi noch reinstempeln kann. Und wenn man das jetzt andersrum machen würde, könnte man halt diese Holzmaserung, wie in diesem Beispiel hier, könnte man das dann einfach da reinlegen. Das war das Designerpapier Kreislauf der Natur ab 60 Euro. Gehen wir eins weiter. Dann kommen jetzt hier Karten und Umschläge in Aquamarin und Lindgrün.
Auch das ist wieder abgestimmt. Ich zeige jetzt einmal kurz die Karten und die Umschläge. Das ist hier einmal das Lindgrüne. So sehen die Karten aus. Ich halte es mal höher, dass man, stell es mal scharf, dass man diese einzelnen Blätterranken da sehen kann. Das ist der Umschlag. Das sieht also aus wie heiß geprägt. Und auch innen ist was drin. Und dann haben wir das noch in Aquamarin. Das sieht dann so aus. Also sind nur die Farbenumschläge. Sieht man ja auch hier auf dem Bild, gell? Es sind enthalten 20 Karten und 20 Umschläge mit den Maßen 10,8 x 14 cm. Und das ist auch wieder ein Vorschlag, den sie hier haben, passend zur Produktreihe Schöner Tag. Wobei ich jetzt sagen muss, ich zeige nicht immer die ganze Reihe, sondern nur das Produktpaket. Also immer das Stempelset mit Stanzen. Das ist das Stempelset. Eher sowas für die Hochzeitssaison. Wir laden ein für immer und ewig. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Und man hat dann hier solche handgemalten Blätter, sage ich jetzt einfach mal ganz dumm, die man füllen kann mit diesen Innenteilen. Man hat noch ein Bienchen. Das ist das Stempelset. Das sind 9 Stempel. Und das sind die passenden Stanzformen dazu. Das sind 9 an der Zahl. Und da habe ich jetzt auch das einfach nochmal ausgestanzt. Da haben wir dann also diese einzelnen Blattmotive mitsamt dieser Schüssel, sag ich mal. Und dieses Stanzteil für das Bienchen. Dann habe ich da natürlich auch wieder ein Beispiel. Das habe ich jetzt auch einfach gleich genommen, weil ich das hier ganz passend auch dazu finde. Ich habe jetzt hier dieses Teil hier einfach ausgestanzt und aber auch das Ausgestanzte einfach wieder mit eingeklebt. Ich halte es mal höher, dass man das sehen kann. Sieht einfach noch ein bisschen eleganter aus. Und dann einfach, das ist auch immer ganz schick, mit Schwarz und Weiß embossed. Passend dazu den Schlupf und die Schmucksteinchen hier, die Perlen. Das gibt es auch ab 60 Euro. Dann haben wir auf der nächsten Seite das Stempelset Stylish Sketches. Das sind 4 Gummistempel. Das ist das hier. Da ist ein Füchschen dabei, Gänse und ich weiß gar nicht, was das sein soll. Feigen? Keine Ahnung. So ein Zweig mit Früchten auf jeden Fall. Und diese Pünktchen. Das ist jetzt natürlich eigentlich mehr dazu geeignet, wie sie es hier auch haben, um zu aquarellieren. Ich habe das Ganze jetzt aber einfach mal so benutzt. Und diese Gänse einfach da in einem Farbton aufgestempelt. Also das macht auch was her, finde ich. Ich finde den Fuchs ganz toll. Damit kann man auch bestimmt ganz viele schöne Sachen machen. Und ihr wisst ja, es werden Videos folgen, in denen wir viel basteln werden. Dann haben wir nochmal was Schönes. Das ist dieser besondere Designerpapier in Silber und Gold. Das sind 24 Blätter. Kleine 6x6 Papiere. So sieht das aus. Das sind einmal, ich halte es hin und her, damit das schimmert, silberne Punkte. Dann haben wir goldene Streifen. Es sind immer 4 Blatt von diesen Sachen, die ich dir jetzt zeige. Dann haben wir 6 Blatt sind es, glaube ich. 6 Blatt. Entschuldigung. Wir haben 4 Motive. Dann haben wir goldene Punkte und silberne Streifen. Das ist jetzt so schon ganz edel. Könnte man jetzt auch einfach so benutzen. Auch zum Beispiel, wenn man eine Schachtel bastelt und einfach nur den Deckel in dieser Farbe oder halt mit diesem Papier hier benutzt. Man kann es aber auch, wie sie hier zeigen, einfach einfärben mit den Blends zum Beispiel.
Das heißt, dann wäre das Weiß halt nicht mehr weiß, sondern farbig. Aber das ist, finde ich, egal ob für Weihnachten oder zum Geburtstag oder zur Taufe, was auch immer, so, wenn es so ein bisschen peppiger ist, ganz schön. Und da habe ich dann auch das so benutzt, wie sie es da vorgeschlagen haben. Das ist jetzt etwas Edleres, eine Glückwunschkarte. Und dann habe ich jetzt auch einfach dieses Papier hier in Farngrün, nee, Olivgrün ist es, mit dem Blendingpinsel eingefärbt. Das ist möglich. Das ist meine Idee zu diesem Papier für 60 Euro. Dann kommen wir jetzt hier auf Seite 11 schon zu dem 120 Euro Artikel. Das ist das Stempelset, super gesagt. Das sind 17 transparente Stempel, also Klarsichtstempel, keine Gummistempel, mit großen Sprüchen, Yippie, super, oje, hey. Und diese Sachen kann man kombinieren mit diesen Sachen hier. Du schaffst das. Hab's vermasselt. Also zum Beispiel, oje, hab's vermasselt. Wie schön für euch. Einfach nur super. Und so geht das dann weiter. Also das ist, denke ich mal, in jedem Bastelzimmer gut aufgehoben. Und da habe ich natürlich auch ein Beispiel. Das ist mein Du bist super Kärtchen. Das ist jetzt einfach nur ein Weiß. Es hat Designerpapier und den Spruch sprechen. Dann kommen wir zum nächsten, was wahrscheinlich auch, denke ich mal, ziemlich schnell ausverkauft sein wird. Das sind die Stanzformen Weihnachtsbaumverkauf. Das sind 24 Stanzformen. Das sind die hier. Ich bringe es nicht mal mehr richtig rein. Also nicht mehr schön geordnet rein, weil es eben so viele sind. Und ich zeige es mal jetzt so hoch. Man hat verschiedene Sachen, diesen Karawan hier quasi auszukleiden. Man hat hier das Unterteil und das Dach, was man dann natürlich farbig hervorheben kann. Man hat hier so eine Lichtgirlande, die man an so einem Holz stecken quasi entlang laufen lassen kann. Man hat hier so einen Wimpel, den kann man am Wohnwagen entlang hängen. Man hat hier ein kleines Kränzchen, das man mit einer Schleife verzieren kann. Sterne, ein paar Zweige. Man hat hier einen Vorhang, der da reinpasst. Man hat drei verschiedene Weihnachtsbaumständer quasi für die einzelnen Weihnachtsbäume. Denn man hat den Hund, ein Schild, das ist ein Zweig, keine Ahnung, und irgendwas zum Einritzen. Und diese Sachen kann man jetzt entweder so benutzen, diese Außenteile, oder man kann es dann auf dieses Stanzteil raufsetzen. Und das ist jetzt auch wieder abgestimmt aus was vom neuen Mini-Katalog. Das nennt sich Stempelset Baumgut, alles gut. Also hier kann man das sehen, was ich vorhin meinte, mit dem man kann das dann da aufsetzen. Das ist das hier, das sind auch 17 Klarsichtstempel mit diesen einzelnen Sachen. Und da ist jetzt zum Beispiel das Schild, das man dann ausstanzen kann, der Hund und halt eben diese einzelnen Teilchen. Das heißt, das passt quasi dazu, nur der Anhänger ist quasi separiert. Natürlich habe ich auch da ein Beispiel, die Vorschau hatte ich ja schon auf der Facebook-Seite von dem Anhänger. So sieht mein Weihnachtsanhänger aus. In Aquamarin. Fand ich ganz schön. Auch da habe ich das neue Designerpapier gleich verwendet. Genau, dass man sich das einfach vorstellen kann. Auch wieder von den Dimensionen her, wie groß dieses Teilchen ist. Dann nähern wir uns dem Ende. Das ist das nächste 120 Euro Geschenk. Das ist jetzt wieder etwas mit Stempelset und Designerpapier. Stempelset Wonderful World mit Designerpapier, wundervolle Welt. Das ist das Stempelset hier. Das sind jetzt einfarbige Motive. Das ist halt Geschmackssache. Man hat hier so eine Kornblume, man hat eine Rose und eine Iris. Genau, diese Blümchen. Man hat hier noch ein extra Blatt, genauso wie da. Und eben das Designerpapier.
sind auch wieder große Papiere. Oder das ist ein großes Papier mit 12 Blättern und 6 Motiven doppelseitig. Da haben wir einmal das da. Also ganz farbenfroh, aber nicht so überwältigend. Und auf der Rückseite haben wir hier so grüne Blätterranken. Dann haben wir hier schöne große Blumen, die man einfach auch ausschneiden kann mit der Schere. Das ist wieder die Rückseite. Hier haben wir noch mehr Blumen, Rosen, wilde Orchideen, Glockenblumen oder was das sein sollen. Das ist auf der Rückseite. Gelbe Streifen. Dann haben wir hier noch mehr Rosen. Also er halt gediegener. Ja, so sanft, nicht so aufdringlich. Noch kleine. Das ist die Rückseite, halt mal noch ein Stück höher. Und das hier noch. Also ein schönes Papier. Und die Rückseite. Genau. Die zwei Sachen gibt es zusammen. 820 Euro. Hier habe ich da auch noch ein Beispiel. Das war jetzt ein schnelles Kärtchen. Das ist eine, sag's doch schnell, Notizkarte, Grußkarte, die es im Kombipack gibt mit den Umschlägen, also das kleinere Format. Da habe ich diese Kornblume einfach ausgeschnitten, angemalt mit unseren, wie man hier sehen kann, mit den Stiften, mit der breiten Seite kann man diese Motive auch ganz schön einfach einfärben. Und ruckizucki war das Kärtchen fertig. Und passend dazu habe ich meinen Umschlag natürlich verziert. Wenn es geht, mache ich das ja immer. Und dann wäre das das Konvolut. Also das sind schöne Sachen. Und dann haben wir jetzt hier auf der letzten Seite ist das wieder mit der eine Pate lohnt sich. Ab 375 Euro gibt es dieses Stempelset dazu. Nennt sich Perfect Pomegranate. Das ist das hier, 10 Klarsichtstempel. Und also Party heißt nicht, dass man hier eine Party machen muss, wobei man natürlich mit mehreren Leuten eher auf diesen Umsatz von 375 Euro kommt. Aber es gibt natürlich auch alle Bastelverrückten, die jetzt zugucken, wissen, dass es kein Problem ist, wenn ein neuer Katalog kommt, mal eben für 375 Euro zu bestellen. Dann gibt es eben dieses Set kostenlos obendrauf. Und auf der letzten Seite haben wir dann wieder das Einstiegsangebot. Also generell wie immer das Starter-Set. Ich finde den Namen immer noch nicht so toll, aber es heißt halt nun mal so. Das Starter-Set ist an sich immer das beste Angebot. Und zur Celebration ist es natürlich wieder noch besser. Es gibt dieses Mal im Rahmen der Celebration kostenlos dazu. Also man kann nicht nur seine Ware für 175 Euro aussuchen und 129 Euro dafür bezahlen. Man bezahlt auch keinen Versand, sondern man bekommt, auf dieser Seite steht es hier, eine Kollektion zum Pläne-Schmieden dazu. Guck mal, dass ich es hochkant herstellen kann. Das ist das ganze Gedöns. Ja. Gibt es auch obendrauf. Einfach mal so, weil man es kann. Es ist dabei natürlich ein Stempelset. Viele malen ja in ihre Planer rein, aber das ist jetzt ein Stempelset, das man natürlich auch so noch benutzen kann. Man hat Pfeile, Stern, ein Unzeichen, ein Hashtag, ein Herz. Für Demonstratoren ist es jetzt natürlich hauptsächlich ausgelegt, weil das ja eben zur Geschäftstätigkeit anregen soll. Man hat große To-Do-Listen, Ziele, Pläne. Man hat hier ein kariertes Motiv, was man sich reinstempeln kann. Man hat eine Checkliste, Banner.
Das sind, ist das Stempelset, das sind 28 Klarsichtstempel. Und das ist eben dieser Planer. Macht einen guten Eindruck. Schön verziert mit diesem floralen Design, das Stamping Up hier hat. Man kann jetzt hier, hat man diverse Einsteckmöglichkeiten für Visitenkarten oder was auch immer. Man hat hier noch ein Täschchen drin und man kann diese Klappe hier hoch machen. Da ist jetzt bei mir noch nichts drin. Dann haben wir hier diesen schönen Schutz und dann geht das hier los mit einer Jahresübersicht. Der Kalender ist jetzt, oder der Planer ist jetzt an sich mit dem Kalender gültig vom Juli diesen Jahres bis Dezember nächsten Jahres. Es passt aber natürlich nicht alles rein, aber kein Mensch muss ja so weit vorplanen. Es ist jetzt ein halbes Jahr drin. Dann hat man hier einfach mal diese Jahresübersicht von diesem und vom nächsten Jahr. Dann kann man hier noch was reinschreiben. Genauso wie hier irgendwelche Ziele, die man sich setzt oder was man gerne verbessern möchte. Und dann hat man hier jetzt diese einzelnen Monate. Also eins steht für Januar natürlich. Und die sind dann hier alle so aufgeteilt. Dann hat man das farblich schon auseinanderklabaustert für die Quartale. Gehen wir hier mal zum Juli, der jetzt ist. Dann haben wir hier immer ein Blatt, diesen Monat im Fokus. Also hier kann man nochmal alles reinschreiben, wichtige Termine, Ziele, eine Shoppingliste, nicht vergessen und ich ganz unten, ich freue mich auf. Und dann haben wir jetzt hier noch eine Monatsübersicht. Also quasi diese ganze Seite. Man hat hier Platz für Notizen und dann kommt die einzelne Woche mit den einzelnen Tagen, wo man sich das alles nochmal reinschreiben kann. Man hat hier unten Wochenziele und so geht das dann weiter, jeden Monat. Also das ist jetzt nicht nur was für Demos, sondern auch natürlich für Leute, die gerne privat das nutzen möchten, um besser zu planen. Da kann man seine Zahnarzttermine einschreiben, was auch immer. Einlegeblätter sind mehr als ausreichend dabei. Das ist dieser ganze Stapel hier. Also da ist alles nochmal diese Monatsteilchen. Dann jetzt Januar und Februar. Da hinten kommen dann diese Wochenüberblicksdinger. Dann haben wir, ach so, das habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Hier hinten, das habe ich jetzt natürlich auch noch in jedem Monat drin, hat man verschiedene Möglichkeiten noch auf diese Blätter zu schreiben. Einmal so und einmal so. Und dann hat man hier noch eine Checkliste. Da kann man jetzt, keine Ahnung, Telefonnummer oder Geburtstage einschreiben und kariertes Papier. Und es ist halt echt schön, aber mit diesem floralen Muster. Dann haben wir natürlich auch, das heißt ja natürlich, aber es gehört ja heute irgendwie dazu zum Planen, verschiedene Aufkleber, dringend wichtig, Termin, was auch immer. Da sind viele Sachen dabei, die man auch privat nutzen kann, also nicht nur, wie gesagt, als Demonstrator. Das sind zwei Bögen, womit man den Planer noch verschönern kann und eben drei Notizbücher. Entschuldigung, das habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Ich hatte die zwei Bögen von dem eben. Also das sind auch noch Aufkleber. Hier hat man noch, ich drehe es mal so rum, Herzen, Schere, Foto, Geburtstagskuchen, Kaffee, Flugzeuge, was auch immer. Eben um diesen Kalender da auszuschmücken. Und das sind die Notizbücher. Also das sind nicht nur ein paar Zettel, sondern schon dicke Bücher. Das hier ist jetzt Blanko. Dann haben wir hier noch ein punktiertes, kariertes und das hier ist liniert. Also es ist für jeden was dabei. Genau. Und wie gesagt, das ganze Kladderadatsch gibt es Juli und August.
dazu. Wenn du da Interesse dran hast, kannst du wie immer bei mir auf der Webseite erstmal dich durchgucken. Gehst du einfach auf abgestempelt.net/einsteigen. Da habe ich nochmal alles raufgeschrieben. Der Großteil nutzt es einfach, um günstiger an die Sachen zu kommen. Ganz klar. Und da macht man auch keinen Vorwurf drauf. Es soll jeder das machen, was er will. Als ich vor 6 Jahren eingestiegen bin, habe ich es nicht anders gemacht. Also meine Geschäftstätigkeit, das ist ja immer noch nebenher, hat sich erst nach und nach entwickelt, weil ich daran Gefallen gefunden habe. Und man muss halt auch immer dazu sagen, weil ja viele immer so tun, wenn das so Larifari, ich mach mal was und dann passiert schon was wäre. So ist es nicht. Also man muss was dafür tun. Es ist eine Selbstständigkeit und ja, aber basteln, um zufrieden zu sein und die Sachen eben günstiger zu bekommen, ist immer die Option. Würde ich mich sonst natürlich auch freuen, wenn du bei mir einsteigst. Wenn dir das jetzt gefallen hat, lass mir gern einen Daumen hoch da. Kommentier mal. Ich hoffe, die Beispiele haben dir Nutzen gebracht und etwas gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Fiedi. Deine Christine.